Wunderbar, dass ihr wieder einschaltet hier bei Destiny TV. Ich habe heute wunderbare Neuigkeiten für euch, denn Bungie geht auf eine Idee eines Reddit-Users ein, der vor längerer Zeit schon einen neuen Konzeptart für den Geist von uns dargestellt hat. Und zwar hat der Reddit-User Spaghetti die Geisthülle, das Aussehen vom Geist getrennt. Das heißt, das Aussehen können wir selber wählen. Wir suchen uns einen Geist aus und können die Mods dann selber reinpacken. Das Ganze hat Bungie jetzt ähnlich der Rüstung 2.0 umgesetzt und soll uns in Jenseits des Lichts dann zu sehen sein. Dadurch können wir jetzt führendes Licht zum Beispiel reinpacken oder auch Erfahrungsbericht. Dann haben wir 20% mehr EP, wenn wir Aufträge in der EDZ erledigen oder auch fertige Aufträge, Beutezüge in der EDZ abgeben, bekommen wir auch 20% EP. Dazu, man hier bei dem Geist schön sehen kann. Wenn wir es woanders machen, halt nur 10%. Das Ganze wird dann so laufen, dass wir den Geist weiter leveln können bis zu Stufe 10, wie bei der Rüstung auch. Dass wir Mods reinpacken können wie Schatzsucher, der uns ja die Kisten auf dem Planeten dann zum Beispiel anzeigt. Der hier gibt uns auch sogar noch 10% EP dann mit, wenn wir auf dem Mond sind. Das wird dann in Zukunft überall der Fall sein, dass wir mehr EP bekommen, wenn wir den Mod da reinpacken, den uns da Bungie vorgestellt hat. Den wir hier sehen können, kriegen wir da zum Beispiel 12% mehr EP. Oder bei diesem Mod, wenn wir Bosse zerlegen, bekommen wir die Chance auf einen Verbesserungsprisma. Das ist schon mal sehr fein. Wie gesagt, ihr könnt euren Geist auf 10 hochleveln, wie auch bei der Rüstung, praktisch Meisterwerk machen. Dann habt ihr 4 Slots. Der erste Slot ist für Erfahrungsmod. Hier werden zum Beispiel Mods reingepackt für XP-Bonus. Die kosten zum Beispiel 6 Energie für beispielsweise 12% mehr Erfahrungsboost. Im zweiten Mod-Slot kommen auch Spürmods rein, die uns dabei helfen, Kisten zu finden oder Ressourcen zu finden. Im dritten Slot können Wirtschaftsmods reingepackt werden, die uns mehr Glimmer oder auch mehr Ressourcen geben beim Sammeln. Und der vierte Mod-Slot wird erst freigeschaltet, wenn wir den Geist praktisch auf Stufe 10 und Meisterwerk haben. Das sind dann Aktivitätsmods, die da rein können, die uns einen Boni für Schmelztiege und Gambit-Matches gewähren. Was da genau der Fall ist, wissen wir ja noch nicht. Für den vierten Slot hat Bungie zum Beispiel für Strike schon mal hier einen Mod vorgestellt, der uns in Nightfalls und Strikes bei Bossen die Chance gewährt, Verbesserungsprismen zu bekommen. Das Ganze ist natürlich sehr interessant, finde ich. Da war dann schon mal, wenn wir zum Beispiel auf Patrouille sind, können wir dann zum Beispiel einen Mod reinpacken, der Ressourcen anzeigt und Kisten anzeigt und AP-Boost gibt, wenn wir dort Aufträge oder Patrouillen erledigen. Das hilft uns sehr beim Leveln und auch Ressourcen gleichzeitig mitzusammeln, die wir sicherlich wieder reichlich brauchen werden, weil wir mit Jenseits des Lichts dann praktisch neu starten, neue Rüstung bekommen, die natürlich auch wieder leveln wollen. Genauso können wir uns natürlich auch einen zweiten Geist dann selber zusammenbauen, den wir dann einfach PvP spielen oder Twice, die uns dann im Schmelztiege oder im PvP begünstigen. Dasselbe gilt natürlich auch für Raids und auch für Gambit-Aktivitäten. Hört sich für mich erstmal ganz interessant an. Ganz wichtig ist noch vielleicht zu erwähnen, dass die Mods diesmal schönerweise nicht im Evaversum gekauft werden können. Weder für Silber noch für Glanzstaub. Wir werden sie durch Aktivitäten im Spiel erspielen müssen. Aus welchen Aktivitäten wir welche Mods bekommen, wird sicherlich wie bei allen anderen Gegenständen ersichtlich sein, sobald Jenseits des Lichts gestartet ist. Wir ins Menü gehen, auf Mods gehen und dort uns mit dem Cursor über den jeweiligen Mod, den wir uns erarbeiten wollen, rübergehen. Sehen wir ja, wie bisher bekannt, auch einen kleinen Hinweis, wo der Mod zu bekommen ist zum Beispiel. Mich würde interessieren, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr vielleicht sogar auch schon jetzt überlegt, welche Mods ihr euch da reinpackt, für welche Aktivität ihr das dann nutzen wollt, oder ob euch das Ganze vielleicht ganz egal ist und ihr einfach nur das Spiel spielen wollt wie bisher auch. Eine Sache sei noch ganz wichtig: Unser ursprünglicher Geist behält seinen Perk, der wird davon nicht betroffen sein. Alle anderen Geister werden ohne Mods sein. Die Mods, die wir da bisher drin haben, oder die Perks, die wir bisher dahin haben, werden zu Mods umgewandelt, die wir dann auch schon besitzen.
Welche genau das sein werden, wissen wir noch nicht. Werden aber sicherlich einige sein, die wir bis jetzt als Perks haben, die wir dann als Mods bekommen auch schon. Des Weiteren, wenn ihr einen Kill-Tracker-Geist haben wollt, der euch anzeigt, wie viele Kills ihr gemacht habt zum Beispiel, wählt ihr einen Geist, der diesen Perk drauf hat, oder bisher drauf hat, den nutzen müssen. Weil dieser Kill-Tracker wird nicht als Mod kommen. Das wird weiterhin auf dem Geist-Test bleiben. Dennoch werdet ihr weiterhin Mods einsetzen können, noch zusätzliche. Genauso wie bei den Geistern für den Raid. Da wird das ebenso bleiben. Die Raid-Perks werden einzig und alleine auf den Raid-Geistern bleiben. Zusätzlich können wir aber auch weiterhin andere Mods noch mit dann reinpacken. Das war's dann erstmal von meiner Seite. Wie gesagt, lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, wie ihr euer Geisterfleisch schon zusammenstellen wollt oder ob euch das Ganze vielleicht ziemlich egal ist. Mich freut es auf jeden Fall zu lesen und bin schon mal gespannt drauf, was ihr sagt. Bis zum nächsten Mal. Euer Zen. Ciao.